haben wir denn hier? Einmal Seeing. Ja, hier ist ja unser Startpunkt für diesen Raum. Wie kommst du denn hinter mich? Drecksack. Yellow Key. Dumm. Okay, das ist einfach nur nochmal die Position für die Kamera. Kacke, hätte ich das früher gewusst. Hätte ich die alle mit einer Rakete wegzimmern können. ...34 Leben. Nicht gut, nicht gut. So, jetzt zurück. Und wir müssen durch die Tür hier unten durch. Vermutlich. Abwärts, bitte. Na. Dieses Fass da macht mir keine Freude. Ach, das ist so schön. So bei alten Spielen merkt man einfach, gewisse Dinge würde es heutzutage so nicht mehr geben. Da würde dir die Fanbase auf die Barrikaden gehen. Ja, das kann mir trotzdem Schaden bekommen. Kacke. Hä? Wie, was, wo, warum? Warum explodiert das fast nicht durch eine Rakete? Verrückt. Ach! Das hat eine Feuergeschwindigkeit. Ach, da ist ein Kraftfeld vor. Ja, das macht natürlich logisch, dass es nicht klappt. Kann man das deaktivieren? Nope, kann man nicht. Das da wieder hinspringen. Nein, müssen wir nicht. Das sah nur ein bisschen so aus. Kamera, glaube ich.
Können wir da hinspringen? Vielleicht, aber ich kann es einfach nicht. Geht das? Nein. Das Kraftfeld ist auch nicht für Personen durchlässig. Es ist stockduster. Ne, hier ist nicht. Hier ist auch nicht. Hat mir da recht? Da rechts oben eine Plattform. Die Entwickler sind raffiniert geworden. Aber richtig raffiniert. Sowas hätten die früher nicht gehabt. Respekt. Wiedersehen. Kommst du auch wieder? Speed. Kriegt er gegen eine Decke. Dann Speed. Sehr gut. Someone's coming. Someone? This is a restricted area. Looks like I've got company. Someone is coming ist nie gut. Das hört sich immer nach böser Jedi oder irgendein Spezialgegner. Ah! Stop it! Sind hier überall Kameras? Blaster nehmen wir immer gerne mit. Rüstung und volles Leben. Nein. Wobei, warte. Ach, das ist der Hauptraum. Ich hätte jetzt geschrien, wenn die Tür nicht mehr aufgegangen wäre. Ach, ihr seid die, die gekommen seid? Ach, falsche Waffe. Geht's oben jetzt weiter oder ist da ein Geheimnis? Ich bin wie immer überfragt. So viele Wege in diesem Spiel. Da kamen wir her. Da kamen wir auch her. Super Plan. Voller Plan. Das ist das Geräusch, was das Spiel demonetarisiert auf YouTube. Ah, Kacke. Kann ich den... Ach, ich muss die Waffe nochmal anklicken. Damit er das Visier abnimmt. Okay. I wonder what that did. Das frage ich mich auch. Viele Wege führen nach Rom.
Aber das hier ist eine Sackgasse. Oh, hier liegen viele Bagdad-Tanks. Das ist kein gutes Zeichen. Selten ist es ein gutes Zeichen. Speichern. Ansonsten haben wir hier keine Kontrolleinheit. Das bedeutet, wir müssen rauf. Was passiert eigentlich, wenn wir da drauf springen? Kann man nicht das auch ohne Force Jump machen? Knapp. Hallo? Ich kann ja. Ja. Wir fallen ins Loch. Scheint nicht falsch zu sein. Gut, der Raketenhaino hat uns nicht getroffen. Hat nichts Besonderes gebracht. Hier ist... Ist das ein Raumschiff oder einfach nur so ein... Keine Ahnung. Riesiger Luftentfeuchter. Einmal Forcing, denn wir sehen absolut nichts. Da oben ist noch eine Kamera. Dahinter geht's weiter. Und hier pumpen sie... Boah, das ist so gelb in dieser Ansicht. Nicht. Force Jump. Das ist ein riesiger Bohrer. Könnte das sein? Dass der sich damit in den Gesteinsbrocken hier bohrt. Na komm. Und wieder Forcing. Gott, das erschreckt einem am Ende. Blast him. Aber wir werden jetzt verbuddelt. Okay. Kaboom. There's no way to survive that fall. Base, this is TK-8252. We have eliminated the intruder. Repeat, we have eliminated the intruder. Out. Hoffentlich, naja, ein Secret found. Ach. So schlecht im Secret found in dem Spiel hier. Secret Fountain. Hoffentlich fällt ihm das nicht mal auf die Füße. Pull. Saber Throw. Rip. Farsight. Restoration. Das ist heilen. Da heben wir auf jeden Fall Punkte für auf. Klingt cool. Was heißt denn Grip? Was darf ich mir denn unter Grip vorstellen? Abgesehen die Autosendung. Jetzt kann ich meinen Firefox nicht mehr aufmachen, um rauszufinden, was Grip ist.
Greife ich dann jemanden? Aber was mache ich dann mit dem? Saber Throw ist. Hört sich auch gut an. Das Problem ist, wir sind in dem Moment ja auch dann komplett verteidigungslos. Wir setzen mal einen Punkt da rein. Ich habe keine Ahnung, ob Grip mir am Ende sinnvollerweise noch Spaß macht. Aber naja, mal gucken. Die klimpern so schön beim Gehen. Junge, Junge, Junge. Gravity is a harsh mistress. Was ich sagen wollte, ich glaube, dem Sturmtruppler, dem fällt das noch auf die Nase. Also karrieretechnisch hat er jetzt verkackt. Wenn er mitteilt, dass wir erledigt wurden und wir es nicht sind, das ist, glaube ich, nicht gut für ihn. Ist das einer von diesen Robotern gewesen? Aus Teil 1? Wir können wieder hochfahren. Ich will. Ach komm, bitte einmal töten. Neustart. Cool. Man muss so zielen können. Das sah gerade aus, als ob ich ihn von seinem Kopf getrennt hätte. Ist das doof? Man muss die Waffe immer wieder ausrüsten. Also ich muss immer wieder manuell auf das Laserschwert packen. Okay, das ist... Das hätte man auch anders lösen können. Ernsthaft? Das ist ein One-Way-Ticket hier runter. Okay, wir haben es ja überlebt. Das heißt, wir gehen erstmal weiter. Oh, wir haben Thermaldetonatoren gefunden. Das erste Mal. Wir gehen erstmal hier hin. Ja, wunderbar. Wer redet da? Hallo? Verstecken Sie sich? Nein! Ich komme auch nicht schnell genug auf Force Push meistens. Dass man, Was war das für eine Flugbahn? Okay. Bin ich gerade wieder überfragt, ob das tatsächlich nicht hinten ein Geheimgang ist. Überraschung. Ganz viel Zeug mitnehmen. Speichern. Weiter geht's. Mach den Alarm mal bitte aus. Hallo?
Ach. Schäm dich. Einfach so einen Jedi-Ritter zu hauen. Wie ist das eigentlich mit Sauerstoff im Universum bei Star Wars? Irgendwie, wenn ich das da so sehe, wir sind auf dem Asteroiden, der ja wohl anscheinend keine Atmosphäre besitzen sollte. Habe ich da gedanklich gerade ein paar Probleme mit. Weil, außer die erzeugen hier... Was jetzt? Er ist immer da, wo er Plot ihn braucht. Okay. Das ist auch eine, ist auch der Grund, warum, was du da? Entspannt? Das ist auch der Grund, warum Star Wars nicht Science Fiction ist, sondern Fantasy, ne? Okay, Roboter nicht im Nahkampf besiegen. Merken. Erstmal wieder rauf. Eieiei. Weg. Sehen wir was? Da oben ist was. Hier ist die Tür. Ach, Escape ist ja die falsche Taste. Kann ich den Alarm ausmachen? Er hatte optisch ein sehr verbranntes Gesicht. Gucken wir mal. Hier ist überall kein Knopf. Hier ist eine Tür. Optisch zumindest. Praktisch gesehen ist es keine offensichtlich. Die Tür ist offen. Nö. Oder ist die Tür jetzt unten dauerhaft offen? Ja, so langsam nervt der Alarm. Das, ja, das unterschreibe ich dir. Aber irgendwie... gibt es hier keine Möglichkeit, ihn auszuschalten.
Hab ich jetzt alles? Habe ich einen Schlüssel oder so da hinten aufgesammelt? Oder habe ich eine Tür geöffnet? Hätte ich fast das Geheimnis hier übersehen. Ach, die Tür in dem... Okay. Hä? Auf. Hier durch. Oh, schnell weiter. In der Hoffnung, dass der Alarm nicht ausgeht. Lauf, 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 lauf. I've got to find a way to disable that control switch. Du veräppelst mich doch jetzt, oder? Ah, sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich ja. Frage von Geschwindigkeit. Also ich nehme keine Haftung für entstehenden Tinnitus, weil... Welchen Control Switch? Müssen wir oben drüber springen? Das macht ja auch keinen Sinn. Müssen wir außen rumrennen, um dann oben in das Loch reinzufallen? Drück mal den Knopf auf, bitte. Kann ich dich nicht dazu bringen, hier das Ding aufzuschalten? Och, ein Sonnyhops ist da. Hallo und viel Spaß beim Lurken und danke für dein Lurk vor allen Dingen. Oh, guck mal, er ist traurig. Was passiert da gerade? Also ich bin wieder mal, ich habe einen violetten Schlüssel.
Aber keinen blassen Dunst. Was wir damit machen müssen. Wir springen nochmal durch das Loch von dem Ding da hoch. So. Guck mal. Ach, komm schon. War hier hinten nicht auch ein Schalter, um den Alarm auszuschalten? Oh. Stille. Ah, diese Stille. Schön. Müssen wir jetzt? Ist vielleicht, wenn kein Alarm ist, das Kraftfeld deaktiviert? Würde Sinn machen. Nope, das ist es nicht. Ist vielleicht die Tür jetzt nicht, geht die jetzt vielleicht nicht mehr zu, wenn der Alarm aus ist. Schon wieder Escape gedrückt. Jetzt ist die Tür offen. Ob das jetzt tatsächlich nötig war, weiß ich nicht. Hier rein. Tür ist noch weiterhin. Was ist denn der Control Switch? Das da? Ist das der Switch? Das ist auf jeden Fall die Kamera, aber. Keine Ahnung, ob das der Schalter ist. Wäre das nicht immer so ein langer Weg hier runter? Kannst du schon fast anfangen, das Game zu speedrunnen hier. Ohne Kamera könnte sein, dass der Schalter nicht funktioniert. Mal gucken, ob wir recht behalten. I've gotta find a way to save my control.
Warum hing das denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? So. I'm back. Willkommen zurück. Sind wir jetzt eigentlich in Welt 3? Das wird geil, wenn du im Oktober Horror spielst. D-Lurk, ich komme mit den Commands durcheinander. Na, für Halloween-Spiele werde ich noch ein paar eigene Sachen einbauen. Extra deswegen. Ihr müsst ja euren Spaß mit mir haben. The control room, blast them all, notice the switches on the dash before the window. One closes the monitor, calls the elevator, the one closes the door, opens the big blast door in the corridor. Press that, notice the grate under the ramp, cut it open and go in. Ich habe tatsächlich schon so ein, zwei Ideen für Halloween, die man machen kann. Da muss ich nur dran basteln. Das ist, so. Man merkt dann doch schon, dass man nur ein einziger Mensch ist. Ja. Man merkt das. Ach, sieh mal an. Dass das einem echt Schaden macht. Denn es gibt so ein paar Dinge, die man, glaube ich, auch mit dem Greenscreen gut machen kann. Warum tust du das, Aufzug? Warum? Zum Beispiel, was man machen kann, ist... Na, schon wieder. Was man tatsächlich machen kann, ist, dass im Hintergrund von mir was auftaucht, was ihr seht, aber ich nicht. Also, wenn ich auf die Kamera gucke, sehe ich es natürlich. Aber das macht man ja nicht die ganze Zeit. Das ist die Türsteuerung. Der Alarm wieder an. Ich hatte ihn gerade aus. Alarm aus. Danke. So eine Wohltat. Okay, ist das jetzt... Jetzt ist die Tür offen. Da haut er den einfach. Aufzug. Hallo. Dass wieder Gegner da sind, ist auch ein gutes Zeichen. Cool. Ach, nicht wieder runter. Also schön. Junge, 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 Junge. Jetzt schießt ja auch noch 3 Raketen. Wo bist du?
Die Raketenfuzzis sind tatsächlich nicht nett. Bitte lasst es jetzt offen bleiben. Ach so, ups. Entschuldigung. New target acquired. Minimal damage to target. I'm not doing enough damage. I need to increase power to the weapon. Bei den was? Bei den Laufgeräuschen muss ich an Half-Life denken. Die Türsprung ist kaputt. Safety door sealed. Access denied. New target acquired. New target acquired. Wie mache ich mehr Energie rein? Also wir haben jetzt Schlüssel, ne? Safety door sealed. Access denied. Guck mal, dass da ist. Können wir jetzt hinter die Tür, die noch zu war? Oh, da ist wieder der Alarm an. Macht das Bus. Und auf dem Weg springe ich zweimal gegen die Decke. Einfach nur, weil es schön ist. Da fuck. Ah, die Rückseite. Das ist auch gut. Ah, full power. Auch gut. Das ist das Kraftfeld hier. Wir nehmen noch die Energie mit, speichern. Das ist der richtige Weg. Ja. Leider sieht man auf dem Bildschirm nichts. Wäre natürlich cool, wenn hier noch was passieren würde. Das ist eine gute Waffe. That takes care of one of them. Now to set the self-destruct and get out of here. Der Blick. Er ist nicht glücklich. Ne, es gibt keine Live-Action-Cutscenes im Add-on anscheinend. Naja, es ist ja nur ein Add-on zu dem, was wir da vorgespielt haben. Okay. Health. Blinding. Chain Lightning. Das Doofe ist, ich kann das nicht wegnehmen. Also ich muss jetzt weiter leveln, dass ich hier dann 3 wählen kann. Also wir nehmen auf jeden Fall Leben. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist jetzt Mission 4. Ja. Der sieht ja mal überhaupt nicht aus wie in den nächsten Teilen. Ich bin tatsächlich gespannt auf den Teil 4, den vollwertigen neuen Teil. Weil da sind ja noch mal ein paar Jahre vergangen zwischen. Ist das hier richtig? Ach, ernsthaft?
Da springt er noch. Ist Teil 4 denn richtiges 3D? Das musst du den Siavo oder den Axo eben oder irgendwen fragen, der den Teil gespielt hat. Ich bin da leider... Ich bin gerade auf Entdeckungstour. War das richtig? Sieht irgendwie gefährlich aus hier. Ist hier auch was? Na, das sieht tatsächlich nicht so aus. Teil 3 auch schon. Das hier ist Teil 3. Ja gut, aber der sieht ja aus wie Teil 2. Vom Geräusch her. Wo? Wo hast du dich denn jetzt versteckt? Wieder nur irgendein Pixelbildschirm mit ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Du kannst dir das vorstellen wie Assassin's Creed Brotherhood? Nee. Ist ja auch Teil 2.5 gewesen. Umfangmäßig war es nicht so viel. Also das Spiel hier hat 12 Level. Was? Teil 2.5, 356, 42. A New Beginning? Was? Was du meinen? Okay, ist das hier jetzt ein Geheimgang? Ne, das ist du. Das geht nicht mal auf. Brotherhood? Naja. Ja, ich hab's nicht, aber falsch im Kopf. Das will ich jetzt nicht. Ach so, ich kann noch mal gucken. Heilen. Das vertraute Geräusch. Das sollte eine Kingdom Hearts Anspielung werden. Ach so. Gut, was heißt groß für Assassin's Creed? Brotherhood geht schon, so 20 bis 30 Stunden. Ja, was heißt, was geht für Assassin's Creed groß, wenn du dir... Hi. Vielleicht mal pinkeln. Wenn man sich die neuen Spiele anguckt, die haben ja schon eine Menge Content, auch wenn es sehr viel Wiederholung ist. Das ist ja leider, naja, das Laster mit dem neuen Spielprinzip, was die machen, was die anderen ja auch alle machen. Was haben wir hier? Ach, hier, die Seite. Warning. Cooling module failure. Initiating backup systems. Natürlich haben die ein Backup-System. Die sind super sicher. Hi, diddly-do. Okay.